Moin moin und willkommen zu einem neuen ETS 2 Video hier auf meinem Kanal. In der letzten Folge waren wir in Bern unterwegs und haben uns eine Passage angeschaut. Und heute wird das Ganze ähnlich sein. Wir sind immer noch in der Schweiz, aber nicht mehr in Bern. Wir sind mehr im Alpenland. Genau gesagt an dieser Stelle, mit dieser Wiegestation. Und genau hier beginnt eine weitere Passage, die ich euch gerne zeigen möchte. Ja, hier ist schon alles aufgedeckt. Liegt daran, dass ich hier schon entlang gefahren bin in einem Livestream. Dennoch finde ich, ist es auch für YouTube als Video sehr interessant. Und daher möchte ich euch das Ganze jetzt hier zeigen. Wir müssen, bevor wir dort aber entlang fahren können, noch kurz hier die Feststellbremse ist noch angezogen, die Wiegestation aufsuchen. Denn sonst könnte es eine Strafe hageln, wenn wir einfach so weiterfahren. Und das wollen wir natürlich nicht. Der Auflieger ist leer, daher dürfte die Waage jetzt nicht allzu viel anzeigen. Gut, 15 Tonnen. Der gesamte Zug wiegt 15 Tonnen, beziehungsweise das Gespann. Ja, nicht schlecht. Aber jetzt machen wir uns direkt mal auf den Weg zum Pass. Und ich zeichne mir das nochmal kurz hier in der Karte ein. Ja, das ist ja noch der Wegpunkt von vorhin. Weil leider hatte ich ja keinen Speicherpunkt, deswegen musste ich von Zürich wieder hierher fahren. Das wollte ich euch dann aber für das Video ersparen. Nee, das ist nicht unsere Route. Ah, okay. Anscheinend kann man auf Passagen gar keinen Wegpunkt setzen. Ja, dann mache ich es einfach mal so. Und wir fahren dann entsprechend vorher in die andere Richtung, nämlich genau hier. Hier müssten wir jetzt nach links fahren. Wir fahren aber nach rechts. Und ich denke mal, die meisten von euch wissen, was Passagen sind. Wenn nicht, nochmal hier auch kurz zur Erklärung. Passagen sind Straßen im Spiel, die man erst entdecken muss. Und wenn man sie dann befährt, dann werden sie quasi freigeschaltet. Also diesen Bereich hier, der ist normalerweise nicht auf der Karte eingezeichnet. Könnt ihr auch hier sehen. Also alles, was jetzt hier gestrichelt ist, ist normalerweise nicht auf der Karte eingezeichnet. Hier sieht es aus, als würde es nicht weitergehen. Aber wenn ihr dann an diesem Punkt seid, müsst ihr einfach geradeaus weiterfahren. Da ist keine Barriere und nichts. Und ihr seht dann hier, dass sich unten auf der Karte diese gestrichelte... Was? Aufliegerschaden? Wieso Aufliegerschaden? Hier war noch gerade gar nichts. Auf jeden Fall seht ihr dann unten auf der Karte, dass sich diese gestrichelte Linie bildet. Und das bedeutet, ihr seid dabei, die Passage aufzudecken. Und diese hier ist neben der, die ich im letzten Video in Bern gezeigt habe, auch sehr, sehr sehenswert, meiner Meinung nach. Das hier jetzt vielleicht noch nicht unbedingt, aber wir werden da vorne an einen Fotopunkt kommen. Und ja, ihr werdet es dann gleich sehen. Das sieht wirklich sehr, sehr, sehr gut aus, wie eigentlich fast alles, was sie hier umgebaut haben. Allgemein, die Schweiz ist meiner Meinung nach extrem gut gelungen. Vor allem hier dieses Alpenland und auch der Furka-Pass, die ganzen Städte, aber natürlich auch die deutschen Städte, die überarbeitet wurden, sind sehr gut gelungen. Also ja, Lob geht raus an SCS Software. Ihr habt das wie immer sehr, sehr gut gemacht. Und wir sind jetzt auch angekommen an unserem Wegpunkt. Und ihr könnt auch hier schon sehen, da unten befindet sich so ein kleiner Bach. Hier haben wir ja so eine Brücke, die da drüber führt. Und wir schauen uns direkt mal diese Filmsequenz an. Also echt eine atemberaubende Natur. Da gibt es auch Bänke für die Leute zum Hinsetzen. Da hinten ist auch ein Baum umgestürzt. Da unten auch nochmal. Quasi irgendwie auch mehr oder weniger unberührte Natur, zumindest mal in diesem kleinen Bereich. Und hier muss ich nochmal dazu sagen, ich fände es extrem nice, wenn man aussteigen könnte und zum Beispiel einfach hier diese Treppe runterlaufen könnte, bis da unten hin, um sich das einfach nochmal etwas, ja, genauer anzuschauen. Weil, mein, guckt euch das an, das ist einfach ein Teil des Spiels, den man so manchmal so ein bisschen übersieht, weil er versteckt ist oder wie auch immer. Und wenn es da einzelne Punkte gäbe, die man quasi gezielt nur zu Fuß erreichen könnte, ja, dann fände ich das schon mal sehr gut. Es wäre eine sehr große Bereicherung, meiner Meinung nach. Ja, wir fahren mal weiter, weil es gibt noch ein bisschen mehr zu sehen. Das war jetzt zwar schon das, sage ich mal, Highlights des Ganzen, aber dennoch ist
die Passage noch nicht zu Ende. Und natürlich möchte ich euch den Rest hier auch noch zeigen. Hier links dann auch so eine kleine, ja, falsche Fahrbahnseite. Hier links dann auch nochmal so eine kleine Schlucht. Und da haben wir auch diesen Bach oder diesen Fluss, den wir gerade auf der anderen Seite gesehen haben. Also ich schätze mal, dass es der ist. Müsste aber so sein. Und da oben führt jetzt die, ich sag mal, reguläre Straße entlang. Das heißt, wenn ihr da oben entlang fahrt, dann könnt ihr die Passage auch so sehen. Aber es ist ja auch nicht unüblich, dass irgendwelche zufälligen Straßen durch die Map hier führen, die man nicht befahren kann. Deswegen, von dem her, wird man da vermutlich nicht direkt drauf kommen. Ja, Feuerwehr, Krankenwagen, was auch immer, sind auch wieder am Start in meinem Video. Und hier endet die Passage. Hier können wir wieder hochfahren auf die reguläre Route. Aber ganz kurz dazu, ich weiß noch nicht, ob man es jetzt gerade hört, aber ich denke mal, jetzt mittlerweile schon. Ich hatte letztens einen Livestream gemacht. Oh je, was ist denn da passiert? Ja, auf jeden Fall hatte ich letztens einen Livestream gemacht. Und da hatte ich dann so ein bisschen darüber geredet, über KI-Ampeln, die quasi den Rettungskräften ermöglichen, dass sie schneller an einen Ort kommen, indem sie dann, wenn die Rettungskräfte drauf zufahren, direkt grün werden oder ja, halt so in der Art. Und in dem Moment, ich hatte es noch nicht richtig komplett ausgesprochen, ja, da fährt einfach Feuerwehr oder Krankenwagen hier am Haus vorbei. Zufälle gibt's. Ich möchte dieses Video auch gar nicht allzu lange machen, deswegen sind wir hiermit auch schon wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.